dieses, liebe Schwestern und Brüder, wahrlich tiefe Wort aus dem Buch der Weisheit, das uns aus der weihnachtlichen Liturgie so vertraut ist. Es gewinnt schon dadurch an Tiefe, dass es hier im Buch der Weisheit natürlich, wir wissen, das ist ein alttestamentliches Buch, nichts direkt mit Weihnachten zu tun haben kann. Es ist hier gesagt von der Rettungstat in jener Nacht, in der Gott sein Volk sammelt und aus Ägypten herausführt. Also eher das, was wir mit der Osternacht verbinden. Als tiefes Schweigen, das all umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war. Vielleicht spricht dieses Wort aber auch immer wieder neu, ganz persönlich in unser Leben hinein. Dann, wenn wir möglicherweise nur noch Nacht sehen. Das ist die Zeit, in der Gottes Wort in diese Welt hineinspringt. Wie ein harter Krieger mitten in das Verderben geweihte, dem Verderben geweihte Land. Es hat das unerbittliche Schwert seines Befehls. Auch dieses Wort gewinnt immer neu an Tiefe, wenn wir lernen, es ganz persönlich zu verstehen. Dann, wenn wir nur noch dunkel sehen, dann fallen uns die Worte dieses alten christlichen Hymnus ein, dass die Mitte der Nacht der Beginn eines neuen Tages ist. Es ist mitten in der Nacht, einer Nacht von Krieg und Unheil, da Gott sein rettendes Wort sendet. Es ist mitten in der Nacht des Grabes und des Todes, da Gott in Jesus Christus seine Rettung beginnt. Deshalb ist es gut, sich immer, wie wir das am Samstag tun, an die allheilige Jungfrau und Mutter zu wenden. Denn von ihr sagen die Väter, sie ist in der Nacht jener Leuchter, der das Licht trägt. Sie ist jener Korb mit dem lebensspendenden Manna. All diese Bilder sind Wirklichkeiten, tief durchdrängte Wirklichkeiten, die vom österlichen Handeln Gottes sprechen. Von dem Heil, das er uns schenkt und das Maria uns bringt, weil sie es in die Welt hineinträgt, in unsere Welt und auch in unsere Nacht.